Also, auf ein neues Link, nimm Anlauf. Hey! Ja, und jetzt geht sich nicht mal das aus, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ganz knapp. Na komm. Ja, dich haben wir. Und dann nochmal den Kollegen da drüben. Boah, den hätte ich jetzt fast instant getroffen. Komm, stirb! Yeah! Stirb, habe ich gesagt. Stirb. Vögelchen, stirb! Hallo? Versteckt er sich wieder hinter dem Berg. Bald habe ich keine Pfeile mehr. Komm! Ja, knapp. Ich habe echt bald keine Pfeile mehr. Jetzt werde ich dann das Problem haben, dass ich zwar Magie habe, aber keine Pfeile mehr. Komm schon. Das reicht's mir. Das Problem, was ich glaube ich habe, ist, dass wenn ich da jetzt rüberfliege, ohne dass ich den Vogelfeuer ausschalte, wird mich der sicher vom Himmel holen. Das will ich natürlich auch nicht riskieren. Deshalb, diesmal gut gezielt. Komm, der hat eh immer dasselbe Bewegungsmuster. Das war jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Komm her. Jetzt fliegt er nämlich hier mir entgegen. Ja, genau so wollte ich das. So. Auf ein neues und diesmal wirklich, oder? Schaff es jetzt. Ja, komm, ich schaffe es. Link, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Komm. Yeah. Könnte sich gut ausgehen. Magie reicht noch. Magie reicht noch. Magie reicht noch. Ja. Wir haben es geschafft. War wieder mal ganz knapp, aber wir haben es geschafft. So, wo geht's jetzt hin? Darüber. Okay. Ah ja, zu diesem Vorsprung. Ja, gut. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ta-da-da. Wind, dreh dich in die richtige Richtung. Ist das jetzt so? Nee, das ist jetzt so. Ja, also das hätte mir wahrscheinlich schon... Oh. So. Ja, also das... Wenn ich das jetzt nicht mitgenommen hätte, das wäre schon doof gewesen. Muss ich schon zugeben. Ja, spring runter, Link, dann gibt's was, ne? So, gut. Und rein da. Wow, eine kleine... Wow, Fledermäuse, sterb, Fledermäuse. Gut. Toll. Zwei Rubine. Und da ist wahrscheinlich ein Silberer drin. Uah, nicht vorbeirollen. Silber? Silber? Ein Orange. Ja, ist auch okay. Orange ist auch okay. Ja, und da ist jetzt endlich diese Kiste, wo ich mich immer schon gefragt habe, wie ich die da rausschieben soll. Schieb, schieb, schieb. Wow. Genau, und jetzt ist die hier rum. Toll, ne? Jetzt haben wir hier eine Kiste stehen. Was will man mehr? Ich habe sogar fast meinen ganzen Pfeilvorrat. Und ja, das bedeutet, ich könnte jetzt wirklich dorthin, wo ich hin will. Jetzt will ich aber nur wissen, mit den Rubinen, wie ist das jetzt? Weil wenn ich jetzt, naja, gut, ich meine, in den Dungeon wird es nicht viele Rubine geben. Oder wo ich da jetzt auch immer hinkomme. Ich weiß ja das nicht mal genau. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder mal hier auf mein Booti steige. Und hier, nee, nee, das auch nicht. Das ist zu viel, das ist zu wenig. Das braucht man. Link, verwirr mich nicht. So, und wir gehen hier runter in die... Tantopia oder wo man nicht wissen, was ist. Nee, Tantopia. Tantopia finde ich gut. Ja! Und ich würde sagen, Draconia haben wir jetzt abgeschlossen. Ich glaube, da haben wir jetzt alles. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie nach... ja, Karte wäre nicht schlecht. Karte. Nee, wir müssen genau in die andere Richtung. Ich eh, wo der Wind hinweht, aber das Gute ist, ich... Wow. Ich brauche ja gar nicht mal den Wind zu nutzen, weil ich habe ja das super 7-Meilen-Segel oder so. 7-Knoten-Segel, keine Ahnung. Sind wir jetzt richtig? Ja, sollte richtig sein. Hey! Da glaube ich, bekomme ich ja jetzt die Eisenstiefel. Ja, das ist wieder mal Nacht. Irgendwie ist es hier sehr oft Nacht, muss ich sagen. Finde ich äußerst schade.
Ja, es sind eh die richtigen. Ja, dass das der Wind da immer im Rücken ist, das finde ich echt cool. Was ist da? Achso, das ist der Fisch, den kennen wir eh. Alter, das sieht ja auch richtig cool aus. So, absteigen. Oh. Ah. Ja, wie jetzt? Ja, aber ich habe doch die Feuerpfeile jetzt. Wo kann ich da jetzt nirgendwo an Land gehen? Wow. Also muss ich wahrscheinlich jetzt das Moment mal. Ah. Okay. Ach ja, toll. Ein Zeitlimit. Wir haben nur 5 Minuten Zeit, um hier jetzt, ja, irgendwas zu machen. Irgendwas Schönes zu machen. Ich will aber eigentlich hier vorne, jetzt Moment mal. Nein, nicht. Link, habe ich dir erlaubt abzurutschen? Ich glaube nicht. So. Ja, ich will eigentlich das da auch mal schnell schmelzen, weil Kisten mag ich prinzipiell gerne. Autsch. Kiste, geh auf. Was wird da jetzt wohl drinnen sein? Hm. Spannend, 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 spannend. Eine Schatzkarte. Ja, Schatzkarten sind prinzipiell mal nie schlecht, ne? Ich habe noch 4 Minuten irgendwas, um das Rätsel hier zu lösen. Ah, da ist ein gelber Rubin. Der ist prinzipiell auch nicht schlecht. Was zitterst du, Link? Oder was schlitterst du, Link? Nein, Link. Das stell dich noch nicht so blöde an. Ich hoffe nur, der Counter läuft nicht in der Höhle weiter. Aber wahrscheinlich wird er in der Höhle weiterlaufen. Na, ist mir egal. Ich will jetzt nur wissen, ob ich über 1000 komme mit den Rubinen. Ich glaube, zwar 1000 war die Limitierung vorhin, aber naja. Oh, es schneit. Ach, eine Rutschgeschichte. Ich liebe ja Rutschgeschichten. Ganz, ganz toll. Ach, jetzt, Link, stell dich nicht so blöde an. Ist das nicht zu kalt? So, komm, rüber da. Sag mal, kannst du nicht einfach springen? Habt ihr das jetzt gesehen? Der hat sich einfach geweigert zu springen. Gehorchte nicht mal meinen Befehlen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das, wenn in seinem Lebenslauf stünde, ja, da würde er keinen Job mehr bekommen. Link. Da kannst du deinen Abenteurer-Job an den Nagel hängen. Und es wird Tag. Stell dich nicht so an, Link. Wir haben noch 3 Minuten. Wir müssen das... Nein. Ich will ja jetzt nicht sagen, aber es könnte durchaus etwas stressig werden. Ja? Würde ich jetzt nicht let's playen, würde ich jetzt einfach warten, bis der Counter runterzählt und dann wieder von neuem beginnen. Aber nachdem ich ja let's play, muss ich ja hier immer irgendwas machen. Oh, da schießt ein Schiff auf mich. Und deshalb übe ich einfach. Hey! Ja, Eis ist immer so eine Sache. Wie steht ihr eigentlich zu Eis bei Zelda oder generell bei Spielen? Ich meine, man muss ja fairerweise... fairerweise, wieso dass das fair ist oder unfair, weiß ich auch nicht. Aber man muss ja dazu sagen, Nintendo ist ja ein Weltmeister in der Verwendung von Eis und rutschigen Böden. Ja, wenn man sich nämlich Zelda ansieht, da gibt es immer Levels mit Eis und rutschigen Böden. Super Mario, dasselbe. Es gibt immer Levels mit Eis und rutschigen Böden. Wer mag Levels mit Eis und rutschigen Böden? Ich nicht. In Mario noch viel weniger als in Zelda, aber naja. Ist so. So, und rüber. Und hier hoch. Komm, Link, und halt dich ja fest. Genau, wenn du hier nicht festgehalten hättest, dann hätte ich dich wohl oder übel töten müssen. So, was ist hier jetzt? Ah, da ist ein Loch. Ja, da springen wir natürlich gleich wieder freudig rein. Ach, natürlich. Läuft der Counter hier weiter. Toll. Das habe ich natürlich gewusst. Das habe ich kommen sehen. So. Wow. Nein, komm. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Ach so. Hier ist... Ich sehe hier auch nichts.
Kann ich hier irgendwo dann raus? Na toll. Ich habe noch eine Minute. Ein bisschen mehr. Und Link säuft fast ab. Ist hier eine Leiter irgendwo? Ich sehe hier echt gar nichts. Ich sehe echt gar nichts. Leute? Ach ja. Items. Ich wusste, ich muss mich hier irgendwo blöd herumhangeln. Na gut. Ja, wobei, ich kann ja... Das habe ich ja... Schnall ich da jetzt wieder irgendwas nicht? Ja, ich schnall da wirklich, glaube ich, irgendwas nicht. Hey! Hey! Also Moment, anhalten? Ach ja. Anhalten. Raufklettern. Genau. Er kann es ja, wenn er will. Bringt mir das jetzt irgendwas? Nee. Oh! Schade. Also so funktioniert es mal nicht. Och, wie schade. Link ist ein gefrorenes Link. Ja gut, also das war jetzt nicht so sehr toll, ne? Aber hey! Wir können das ja noch 1000 Mal versuchen. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Oder? Ist ja überhaupt kein Thema. Hey. Interessanterweise sind die Rubine auch wieder da. Ja, dann werden wir diesmal... Alter. Alter, ich will nicht mit dir reden. Hallo, ich hab Stress. Siehst du den Timer da? Das kennst du ja wieder nicht, du Schiff. Link, habe ich dir erlaubt, dass du da wieder runterfällst. Nun gut, nun denn. Hei. Ja, haha. Also, ich versuche das Ganze jetzt nochmal. Ich finde es ja wirklich schade und auch leicht bedenklich, dass der Timer in der Höhle weiterläuft. Das bedeutet, man hat ja voll Stress. Ist ja jetzt nicht nur, dass das hier richtig schwierig eigentlich ist, weil rutschen und so, ne? Und es sieht so schön aus. Es ist so schön beleuchtet. Link, bremsen. Ja. Weil es ist ja, auch wenn man geradeaus läuft, er rutscht, ja, seht ihr das? Er rutscht leicht ab. Also das ist fast realistische Physik. Seht ihr das? Er rutscht in irgendeine Richtung ab. Das ist wie beim Auto. Wenn man mit dem Auto schleudern beginnt. Ja, im Schnee, da fährt man zu schnell. Dann rutscht man auch irgendwo ab. Ist voll toll. So. Eisschorle, komm her. Nämlich Eisschorle, nicht Eisscholle. Wir haben eine Eisschorle. Hm? Ja, da kannst du schon herumjammern. Und hoch da. Gut, wunderbar. Weiter geht's. Und nochmal. Und nochmal. Und runter da. Ja. Jetzt haben wir sage und schreibe 3 Minuten 26. Und jetzt muss ich aber aufpassen. Weil ich will nicht, dass ich da nochmal runterfalle, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder hochkomme. Wow. Fledermäuse, ich hasse Fledermäuse. Das ist ein Krug. Nein! Du Drecksding, du verfluchte Fledermaus. So. Jetzt habe ich aber echt, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nämlich echt nicht, wie ich da jetzt hochkomme. So, stopp. Anhalten. Hochklettern. So. Ja, was bringt mir das jetzt? Ah ja. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber irgendwie ging's. So, schnell, Link. Ich weiß, du magst auch gerne... Alter, ich bring diese Fledermäuse jetzt um. Und wenn es 1000 Pfeile kostet. Alter, das... Nein. Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Das akzeptiere ich so nicht. So. Komm her, du lästiges Vieh. Stirb. Genau, alles. Erleuchte alles.
Ich habe sogar eine getroffen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ja, es hilft jetzt nichts. Hoch, schnell. Geh auch hoch. Geh weg. Alter, ich habe es geschafft. Haha. Was ist in diesem Gruppenraum? Eine Fee. Toll. Feen bringen mir jetzt sehr viel. Ja, ich muss echt aufpassen, weil diese Fledermäuse, die treiben mich echt. Die töten mich. Komm. Die eine wird es jetzt wohl. Okay, nein. Schnell runter und rutschen und yay. Nein, nein, Link, mach keinen Blödsinn. Nicht. Bitte, bitte, kein... Alter, Alter. Ja, ich hab's... Ja, oh mein Gott. Boah, das war Nervenkitzel pur. Heieiei. Die Eisenstiefel. Ja, sie sind schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird. Aber damit trotzt du selbst den stärksten Orkanböen. Ja, jetzt muss ich da wieder raus. Das ist schön. Ja, wie jetzt? Jetzt ist auf einmal die Zeit aus. Ah, das ist ja schön. Das bedeutet, ich könnte in dieser Höhle jetzt noch ein bisschen üben, wenn ich lustig bin. Aber ich probiere einfach mal die Eisenstiefel aus. So, nehme ich hier anstatt den Bomben. Dom, 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 dom. Ah, da ist eine Höhle. Seht ihr das? Da geht's auch weiter. Das sieht ja äußerst interessant aus. Ja, das sieht nicht nur äußerst interessant aus, das ist also ist auch äußerst interessant. So, ich brauche was Grünes. Ist da jetzt Magie drin? Natürlich ist keine Magie drin. Ich bräuchte aber Magie. Ich habe... Ah, dieser Krug könnte eventuell Magie beinhalten, deshalb schießen wir den Krug. Nein, der beinhaltet natürlich nur Rubine, ist klar. Dann machen wir das Ding hin. Hey, komm her. Was war das jetzt für ein seltsamer Fehler? Hm? Komm, 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 komm. Ah, der hat eine Waffe gefunden. Der läuft richtig schön zur Waffe hin. Stirb! Ja. Wieder keine Magie. Und das Limit ist 1000 Rubine. Super, gut. Ich brauche keine Rubine mehr sammeln. Denn 1000 ist das Limit für mich. Erstmal. Bräuchte die große Geldbörse. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, ich brauche keine Rubine mehr. Wahrscheinlich bekomme ich hier jetzt auch voll viele Rubine, wenn ich die alle töte. Aber ist egal. Hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Na komm. Ah, so ein Schmetterling kann man auch immer gut brauchen. Im zweiten sowieso. So, das war jetzt auch der letzte Pfeil, den ich mit Feuer schießen kann. Ach, jetzt habe ich den seine Rüstung schon abgezogen. Na komm. Finde ich gut, Freundchen. Sehr gut. Und eine Kiste. Und wieder so eine Sphäre, die wir zerschlagen können. Sphärus Zerschlagus. Wunderbar. Da. So. Bitte keine Rubine. Nein! Danke, ich wollte keine Rubine. Naja, egal. Das Gute ist, jetzt werden wir mal Turbo Terry nochmal besuchen. Das hat jetzt nicht ganz gestimmt. Naja, gut. Wir werden jetzt Turbo Terry nochmal besuchen, damit wir uns unser Herzteil holen. Ja. Wo ist mein Freund das Schiff? Da ist mein Freund das Schiff. Schiff, komm her. An Bord. Na, an Bord, komm. War es jetzt richtig? Ja, es war sogar richtig. Ja, wir gehen. Ach, wir können nicht zur Mutter ins Tinglesinsel. Ja, Tinglesinsel wirbeln wir natürlich. Yay! Das war jetzt ein toller Effekt. Made by me. Ja. Alter, manchmal, wenn ich überlege, was ich eigentlich manchmal für einen Scheiß hier daher plappere. Ah, das ist Tinglesinsel. Das ist wirklich Tinglesinsel. Ich will aber zur Karte. Ich gucke jetzt gerade genau in die falsche Richtung. Bedeutet, wenn ich hier gucke...
Ich will diese seltsame Nadel mal richtig interpretieren können. Ich hasse Haifische. Nein, ich will nicht hier weg. Nein, boah, habt ihr das gesehen?